Der hier hat wirklich volle Hütte. Es ist ein Solifair Emotion Special Edition und er ist eigentlich für den skandinavischen Markt gebaut worden. Das sehen wir gleich an ein paar schönen Details. Der wird auch in Deutschland im August kommen. Ja, er hat nämlich schon eine Sattschüssel mit drauf, Solar mit drauf. Er hat wirklich volle Hütte, oder? Ja, vom Hubbett bis zur Sattanlage und Solaranlage, eigentlich alles drin. Er hat sogar Assistenzsysteme, Nebelscheinwerfer. Den gibt es gar nicht anders. Den gibt es nur so, volle Hütte oder gar nicht. Es lohnt sich für den, der sich nicht entscheiden kann, welche Extras soll ich nehmen, was soll ich weglassen. Hier muss man nichts weglassen, er hat eine Metallic-Lackierung vorne und man sieht die Assistenzsysteme im Fenster, also Spurhalteassistent, Notbremsassistent, hat ein Automatikgetriebe serienmäßig drin, natürlich Leichtmetallfelgen und alles, was man sich vorstellen kann, die große Truma, die 6 EH, also 6 Kilowatt plus Elektropatronen, zwei Stück, die man als Hybrid laufen lassen kann oder einzeln oder nur mit Strom oder wenn das Gas ausgeht, dass dann nur Stromwart der läuft, damit man keine kalten Füße nachts bekommt. So, er hat ein Maxi-Chassis, 4,25 Tonnen. Das ist auch sinnvoll, denn er hat ein Hubbett mit drin. Und wenn ich dann mit 4 Personen unterwegs bin, nehme ich ja schon ein bisschen was mit. Wiegt leer circa 3,1 Tonnen. Hat eine ordentliche Sattanlage mit drauf, die auch für Astra natürlich funktioniert, obwohl er in Skandinavien ja war. Länge? Länge 7,50 Meter. 7,50. Also das ist ein ganz gefragtes Maß. Ich weiß, viele wollen unter 7 Meter, aber der halbe Meter mehr, den werden wir gleich im Innenraum sehen. Das gibt nämlich die Möglichkeit, auch wirklich mit 4 Personen viel Platz zu haben oder mit 2 Personen so richtig viel Platz, oder? Ja, genau. 2 Personen ist das natürlich ein Hotel, aber wenn man mal Enkelkinder oder Kinder mitnimmt, dann hat man immer die Option, dass die auch bequem schlafen können. Ja, was Interessantes, also das Heck schwenkt ein bisschen aus, aber es geht noch. Wer mal mitgefahren ist, also viele berichten mir ja, das ist aber unhandlich zu fahren und so weiter, fahren 3-4 Tage damit und sind passt wie ein Turnschuh. Auf jeden Fall, man gewöhnt sich an alle Größen. Also nach einer Zeit ist man ja Profi in sowas. Das ist, kann jeder Camper bestätigen, der schon die ersten Schwitztouren auf dem Campingplatz gemacht hat. Eine Woche später ist er eigentlich der LKW-Profi. Ja, was auch schön ist, ihr habt, falls denn doch mal hier es zum Anstoß kommen sollte, die Teile sind einzeln zu kriegen. Das heißt also, du kannst die Ecken austauschen. Das sind ja so die schlimmsten Sachen, wo es mal passieren kann. Denn ihr habt zwar eine Rückfahrkamera, aber ist natürlich klar, wenn ich ja Fahrer da drauf habe mit allen drum und dran, da sehe ich nicht jede Ecke. Aber ich sag mal, ich habe noch mal ein bisschen mehr Schutz. Allein schon die Rückfahrkamera ist bei vielen auch preispflichtig hier dabei. Ja, genau. Hier muss man auch daran nicht denken, genauso wie an die Fahrradträger, wo man die dann befestigt, die sind auch dabei. Also das Fahrzeug ist so komplett schon ausgestattet als Special Edition. Natürlich über 80.000 Euro ist eine Ansage, aber man kann auch klein in der Preisliste anfangen mit allem, mit Stahlfelgen. Und wenn man dann fertig ist, ist man eh über 80. Die Fahrzeuge, die... Also wenn ich den mal richtig schön voll mache, da merke ich ja, dann geht die Preisliste ein bisschen nach oben. Das Schöne ist, hier ist auch die große Truma drin? Ja, klar. Die Truma EK. Ja, die Fahrzeuge sind für den skandinavischen Markt vorgesehen gewesen. Da müssen die Wassertanks beheizt sein. Es muss eine große Heizung rein. Es muss eine super Isolierung dabei. Das ist einfach ein Muss. Das ist genauso wie bei Kabe auch. Also diesen richtig Winter, schön winterfest. Schön winterfest, ja. So, das heißt aber, ich hab hier aber keinen Doppelboden. Das muss man schon ganz klar sagen. Doppelboden doch. Doppelboden hast du drin. Haben wir drin. Das ist ja bei den Maxi-Chassis so. Deswegen muss man ja auch so viel reintreten. Sehen wir gleich. Okay, können wir gleich mal gucken. Das heißt, also unten drunter laufen Luftleitungen. Ja. Unter dem Boden, wo ich das habe, genau. Ich bin nicht also direkt unten am Boden drauf. Dann sieht es ja hier, das hier ist ja wahrscheinlich der Gehbereich. Genau, das ist der Gehbereich und das ist dann hier der Boden innen. In der Garage lässt man natürlich den Doppelboden weg. Braucht man nicht, auch wenn die ein bisschen beheizt ist. Schöne ist auch hier Außendusche mit drin. Ihr habt das helle Holz verwendet, was ganz aktuell ist. Mhm, genau. Und man hat auch hier Licht hinten drin. Eine Steckdose hat man dabei. Das sind die Kisten, damit man drin das 5. Bett macht. Das kommen wir auch gleich zu. Man kann okay, das heißt, der Tisch ist absenkbar. Genau, und da kann man das 5. Bett machen. Und natürlich aus den Einzelbetten kann man ein King-Size-Bett erzeugen, auch mit Hilfe dieser Matratzen hier drin. Okay, komm, wir gehen gleich mal rein. Hier sieht man Tedford-Kassettentoilette mit drin.
Tankgröße? Wahrscheinlich 110 Liter? 120 Liter. 120 Liter. Felgen stehen im Auto gut. Dann die niedrige Einstiegshöhe. Das ist also auch vielen ganz recht. Man kommt auch, selbst wenn die Trittstufe mal nicht drin sein sollte, sehr bequem rein und raus. Die Aufbautür mit Fenster. Ja, geh mal rein. Ich gehe mal rein. Auch hier die Winterabdeckung schon direkt dabei für die für den Kühlschrank. Warte mal, ich schau erst mal rein von außen. Dann sieht man schon mal, wie ist das Raumgefühl. Ja. Ein klassischer Grundriss hier. Das heißt, das ist ja das, was viele wollen. Keine großen Experimente. Es gibt ja Face-to-Face und so, aber trotzdem ist dieser Grundriss ist sehr, sehr beliebt, oder? Ja, der ist sehr beliebt. Einzelbetten mit der Option, die mal etwas breiter zu machen. Sitzgruppe, Küche, alles gut angeordnet. Es gibt natürlich auch andere, aber das ist so ein Universalgrundriss, der passt fast für jeden. Denn es ist so, wenn ich nämlich mal vier Personen mitnehme, ich brauche nicht wie bei Face-to-Face jedes Mal umbauen, sondern ich habe meine festen Gurtplätze hier. Das ist natürlich toll, wenn ich vier Personen mitnehme. Dann hast du so Details fürs Hubbett wie Magnetverschlüsse an den Sitzpolstern, denn die müssen leicht abgesenkt werden, wenn ich das Hubbett runter mache. Ja, genau, die lassen sich ja, wie man ganz deutlich hören kann, ist das kein Crepe. Das hört sich anders an, das sind Magnete, ja. Das sind richtige Magnete. Dann, wenn du mal reingehst, sagen wir so nett, dann... Ich drehe mal den Fahrersitz. Fahrersitz mal kurz drehen. Eine 9-Gang-Wandlerautomatik von ZF. Ja. Klimaautomatik mit drin. Serienmäßig dabei, genau. Muss man auch nicht dran denken. 1 Live ist aber fest eingestellt, da geht kein anderer Radiosender. Da gehen auch andere Radiosender. Genau. Aber wir sind ja hier im Rheinland, da hört man immer 1 Live, also BDR. Schönen Gruß an Olli Briesch. Der ist übrigens aus Trier, der Olli Briesch. Hast du gewusst? Nee, hab ich bisher nicht. Morgenmoderator bei 1 Live und ja, ganz netter. Und hier vorne siehst du ID-Switch überall hast du mit drin. Ja, das genau. Heißt, also eine tolle Ausstattung. Kommen wir gleich mal zu. Die Küche, dann Einzelbetten. Das ist des Deutschen liebstes Kind. Da gehen wir mal. Der Tisch haben wir eben erwähnt, höhenverstellbar. Genau, der ist höhenverstellbar. Hier sehen wir ja auch die Möglichkeit der Höhenverstellung. Ich gehe hier rum und kann den auch in der absenken. Ja. Dann kann ich hier das kleine Matratzenteil dazwischen, kann hier auch nochmal ein Bett machen. Okay, das wird dann komplett abgesenkt, geht genau. Dann runter, gibt es eine Einbauanleitung mit dazu, wie das Ganze funktioniert? Natürlich, man muss das ja auch irgendwie, aber wir würden das ja auch bei der Auslieferung üben. Okay, das kann aber schon mal ein paar Stunden dauern. Also wenn man mitkommt, hat gar keine Ahnung, haben wir viele Bammel, die sagen, oh, das hier ist ein ganzes Haus auf Rädern, eine richtige Küche, das kann man alles lernen. Ja, ja, das macht ja auch Spaß mit dem zusammen. Außerdem bist du ja auch noch da, Sven, kannst es ja schon mal auf Video zeigen. Und dann hat man ja schon den ersten Eindruck, da kommen nur noch Fragen hinzu und die sind dann auch schnell zu klären. So, sehr schön. Jetzt haben wir diesmal keinen Backofen, dafür haben wir aber viel mehr Staufläche. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf das Thema Haustechnik ein. Das ist hier komplett integriert in einem Panel. Mhm, genau. ID-Switch. ID-Switch, genau. Das ist halt einfach zu benutzen. Man kann hier Licht ausschalten, anschalten, alles mit Touch und die Equipments, also Fernseher oder die Elektrik für Hubbett. Man hat hier die Pumpe zum An- und Ausmachen, Wassertank, Abwassertank und die 12 Volt. Das ist halt deswegen 12,7 jetzt auch, weil der natürlich eine Solarzelle drauf hat. Die ist immer voll. Die ist immer voll. Da braucht man nicht nachzuladen. Das heißt, wenn er jetzt auch mal steht, du musst also nicht dich darum kümmern, dass er irgendwie an Stromnetz hängen muss oder so, sondern du machst die Verbraucher aus und durch den Restlicht auch im Winter bleibt er voll, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Man hat dann immer Strom oder natürlich im Carport würde ich den schon an Strom ranhängen, damit die Batterien nicht kaputt gehen oder eine Erhaltungsladung dabei bleibt. So, jetzt kann man ja dieses Fahrzeug komplett entleeren, auch im Winter. Das heißt, wenn ich jetzt mal nicht campe, muss ich ihn nicht beheizen. Ist das schwer, den komplett zu entleeren? Nee, es sind zwei Wasserhähne. Einer mal in der Garage hinten an dem Tank. Da zieht man den Stöpsel aus dem Tank raus. Der andere befindet sich hier unter der Schublade. Er ist auch ein Frostwächter. Zur Not würde er es auch von selber machen. Falls, dass der Boiler nicht explodiert. Hier ist ja der Abwassertank drin. Wie man sieht, hat er auch das Heizelement dabei. Könnte man jetzt auch abkapseln, damit er jetzt nicht unnötig heizt. Aber
Das ist halt dabei. Hier unter dem Sitz befindet sich die Truma-Heizung. Das ist eine ganz besondere. Die hat nämlich nicht nur Gas mit 6 kW, sondern die hat nochmal Elektro. Ja, genau. Das ist die Truma 6EH. Das heißt Elektropatron und Gas. Das kann man als Hybrid laufen lassen. Mit ein bisschen Gas und ein bisschen Stromverbrauch kann man das alles kombinieren. Oder bei minus 40 Grad kann man die volle Pulle laufen lassen. Dann hat sie auch 6,8 kW. Also mit Strom und volle Pulle Gas. Sehr schön. So, dann Küche. Geh mal rein. Eine schöne große Küche. Ja. Zwei Flammenherd. Ja, zwei Flammenherd. Piezozündung mit drin. Genau. Und USB dahinter. Steckdosen. 12 Volt und 230 Volt. Kleine Gewürzfächer hier als Ablage. Dann dieser Riesenstauraum für Töpfe. Jetzt haben wir den Riesenstauraum. Wenn da kein Backofen drin ist, hat man hier natürlich einen großen. Aber auch hier mit Rausfallschutz und Schubladen, natürlich alle mit Softclose und richtigen Metall. Da haben die ja nicht gespart. Das ist komplett von Hettig. Das heißt, also man könnte es ja auch irgendwie selber machen, aber sie haben wirklich einen guten Beschlaghersteller genommen. Ja, muss ja auch ein paar Jahre halten. Ich meine, das kostet ja ein bisschen Geld und die wollen ja auch lange Wert erhalten und lange Spaß an dem Teil haben. Ja, das ist die Satellitenanlage. Daneben ist noch Platz für den Router, für den... Der ist sogar schon drin, der Fernseher, hier in dem Fall. Ja, genau, in dem Fall. Wie gesagt, hier muss man an gar nichts denken. Man hat den Fernseher drin, man hat die SAT-Anlage auf dem Dach. Und für das bisschen Gucken, was man heute noch Fernsehen guckt und nicht am Laptop oder im Internet hängt, ist das vollkommen ausreichend. Man kann ihn auch umklappen, damit man den vom Schlafzimmer aus sieht. Auch hier die drei Stahlbeschläge oben an den Türen und natürlich, wenn ich das Ding zuknalle, das geht auch alles schön. Zieht sich auch schön zu. Genau. Dann der Kühlschrank, der richtig kalt macht. Ja, der hat die Winterabdeckung nämlich mit drauf. Ja, im Sommer muss man die weglassen, sonst bleibt es warm drin. Ne? Mhm. So, da braucht er. Fehlt sich ja oftmals auch noch ein Zusatzlüfter rein, damit man die Absorberkühlschränke richtig von hinten kühlt. Aber wenn da einer Bedarf hat, der kann sich an dich wenden. Also es gibt den gleichen noch als Kompressorkühlschrank. Natürlich. Da passt der auch genau rein. Das aber kann man auch noch holen. Die Abdeckung eh drin, also Absorber hat den Vorteil, wir können hier 230 Volt Gas und 12 Volt machen. Ein Kompressorkühlschrank läuft halt nur auf 12 Volt und das war's. Also da hat man nicht die Flexibilität, die man dann oftmals braucht. Am Strand mache ich Gas an und am Campingplatz den normalen Strom. Hast ja recht, da muss ich dazu sagen. Trotzdem, ich hab halt so viel Lithium an Bord, dass ich gesagt habe, da macht der Kompressor. es geht Lithium. AGM ist jetzt hier eingebaut, das heißt ja, Gel-Batterien, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel Lithium haben möchte, geht. Kann man auch später machen. Kann man jederzeit machen. Kann man sozusagen, wenn man die ersten verbraucht hat, die erste Batterie, dann kann man sich nachher... Oder sogar mischen, man kann noch eine zweite ergänzen. Also habe ich gesehen, die... So, sehr schön. Also das überzeugt mich schon mal. Jetzt geht es ja weiter. Hier oben habe ich dann nochmal Stauraum. Genau, wir haben auch bei den Betten noch eigentlich ausreichend Stauraum. Also bei dem... Nochmal zwei Stück, denn Stauraum kann ich immer gebrauchen. Es ist zwar nicht mehr so viel, aber es sind halt Schränke auch unterm Hubbett. Das ist ganz praktisch. Auch da Spiele drin, habe ich gesehen. So Brettspiele für Kinder oder was du haben möchtest. Ja, jetzt kommt es ja. Wir haben ein richtiges Hubbett mit drin, elektrisch. Und das hat ordentlich Platz. Und dazu klappe ich dann hier die Magnete ein wenig. Okay, das heißt, du kippst einfach nur die Polster zur Seite. Ja, kipp ich zur Sache Seite, von ein paar Sekunden. Wieder meinen Schrank. Starte die. Das Licht geht aus. Da weiß ich jetzt, ist so ein Weg nach unten. Oben habe ich dann die Beleuchtung. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Man sollte dann nicht mehr kochen. Ist aber nichts passiert. Nee, ich hab's bloß gehört. Also denkt dran, ihr müsst die Kochplatte runter machen. Es ist so. Man sollte nicht kochen, wenn man im Bett liegt. Genau. Wenn man im Bett liegt. Ja, toll. Also das Interessante ist hier das Fenster hier oben. Das macht das sehr hell. Oft hast du ja ein Hubbett, hast du wenig Licht. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Also im Moment ist ja kein Licht an. Du hast viel Licht durch vorne das Fenster, hinten das Fenster.
Ja, dann hast du eine vollwertige Dusche, musst nichts umbauen, hast hier ein richtiges Raumbad mit zwei Türen, die man verschließen kann. Können die mal eine mal öffnen bzw. schließen, je nachdem. Das wäre Tür Nummer 1. Und was spannend ist übrigens, ich höre gerade eins live auf den hinteren Lautsprechern. Die sind bis hinten durchgeschaltet. Das heißt, du kannst im Bett liegen und ein bisschen Radio hören. Oder halt Fernsehton, der geht glaube ich auch darüber. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Nee, ist nicht verkehrt. Könnte man machen. Könnte man machen. Ja. So, per Bluetooth zum Beispiel Sender. Egal. So, jetzt schauen wir mal hier Handtuchhalter. Dann große... Hochklappen. Große Dusche mit drin. Geh mal rein. Ich fahre mal mit dem Bett nach oben. Ja, fahr im Bett nach oben, da ist er schon wieder weg. Tun wir das mal weglegen. Ja, das mit der Solaranlage ist natürlich sehr praktisch, dass die schon gleich mit drin ist. Weil viele kaufen die erstmal nicht und stellen fest, die Batterie fahr los. Genau. Ja, geht in den Keller. Das war's. So, und dann hast du hier nochmal eine große Dusche mit drin. Du hast also auch ordentliche Fenster mit eingebaut, also keine Kurbel, keine kleinen Kurbelhäkis oder so, sondern richtig schnell zu öffnende Fenster. Mach mal bitte. Man braucht ja die Lüftung, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch zum Handtuchtrockner sieht, das passt bei mir auch noch. Mhm. Also Platz ist genug. Ich bin 1,67 groß, stehe hier auf dem Radkasten, also auf dem höchsten Punkt der Dusche. Wenn ich mich hier runterstelle, geht auch noch, aber... Ja gut, das sind nochmal gute 30, 40 Zentimeter Platz dazwischen, je nachdem, wo du stehst. Das ist ausreichend Platz. Ich meine, man muss das ja auch irgendwie noch Licht. Viel Licht, das ist auch auffällig. Ja, jetzt kannst du hier die Tür mal schließen, mach mal zu. Dann hast du dein Raumbad. Kann sich jetzt hier komplett vereinzeln, wenn man hier zumacht. Ich mach das mal gerade. Oder oben ist noch eine Sperre drin. Damit genau. Du eine Kurve nicht zupasst. So, und dann bist du schon alleine, kannst alleine auf Toilette gehen. Mach nochmal auf. Und da ist er wieder. Ja. Hi. So, dann kannst du dein Geschäft verrichten. Das heißt auch komplett getrennt. Hast also eine eigene Toilette. Musst also nicht in einem Bad oder sowas auf Toilette gehen. Und hast dir alles, was das Herz begehrt. Mehrere Schränke. Und drunter noch ein Schrank. Da habe ich auch noch einen, genau. Und da kann ich auch die Toilettenpapierrolle befüllen, damit sie hier außen rauskommt. Also ein absoluter Klassiker, so viel kann ich schon mal sagen. Der Grundriss, den habe ich so oder so ähnlich schon ganz oft gesehen. Den sieht man oft. Allerdings ist es halt so, dass der hier mit hochwertigen Materialien verbaut worden ist. Wir haben hier Bultex-Matratzen drin, also nicht die billigsten Schaumstoffmatratzen. Also es ist schon ein sehr angenehmer Schlaf, wie mir meine Kunden berichtet haben. Teilweise erzählen die mir auch besser als zu Hause. Das hängt ja immer vom Bett zu Hause ab, aber... So, geh mal rein. Dann zeige ich mal, es sind zwei Einzelbetten mit drin. Die eine Seite ist ein bisschen länger. Das genau. Heißt, also die längere Person würde dann auf der Fahrerseite liegen. Ja, wir haben hier unten die Staufächer, die man natürlich auch von oben bestücken kann. Natürlich mit beleuchtet. Gasdruck. Ja, das ist halt, ich bestücke die hier und dann kann ich trotzdem noch hier rangehen. So, kannst du also einmal von oben und von der Seite. Genau, einmal oben und von der Seite. Wir haben die Lattenrost drunter. Bultex-Matratzen. Ich habe ja die Matratzen hier für die Erweiterung hinten drin liegen. Okay, du kannst eine Liegewiese machen, wenn du Kinder hast. Oder ich kann die ja noch rausziehen. Dafür habe ich auch die Leiter hier. Dann habe ich hier ein, nicht Queensbett, sondern man nennt das dann, helf mir mal gerade, nicht Queensbett, sondern Kingsize-Bett. Echt? Ja, ich nenne das immer Liegewiese. Liegewiese, auch gut. Ich darf ja nicht mehr Spielwiese sagen. Das haben denn die Leute haben mir geschrieben, Spielwiese wäre... zu frivol. Dabei habe ich doch an die Kinder gedacht. Ja. wie auch immer. So, jetzt sieht man sehr schön, was mir gut gefällt hier an dem Grundriss. Ihr habt die Schränke über den Betten endlich mal weggelassen. Weil wenn du nämlich aufrecht sitzen möchtest, ja, stören die total. Und hier kannst du komplett aufrecht dich reinsetzen, kannst ein Buch lesen. Ja. Hab hier trotzdem meine Ablagefächer für das Wichtigste. Die Handys oder Tablet kann ich mir hinten. Hier hinten habe ich Heizungs-Lüftungsausgänge, damit ich rundherum gut beheizt bin. Aber also wenn du dich mal gerade da reinsetzt, mal in die Ecke. Weil bei ganz vielen Wohnmobilen haben wir das Problem, dass die Leute nicht aufrecht sitzen können. Das heißt, schaut ja oft nur noch auf ein Tablet oder irgendwo. Da habe ich ja hier die Möglichkeit, einfach mal aus dem Fenster zu gucken. Oder. Toll.
So, hier vorne haben wir dann nochmal richtig viel Licht. Ich mache hier mal den Schrank hier auch auf. Genau, jetzt hast du auch Licht angemacht. Hier würde ich ein Dometic Freshlight einbauen, damit man das Licht nicht verliert. Eine Klimaanlage, eine kleine. Und dann kann man auch schön das Kabel hier hinlegen. 12 Volt habe ich ja schon. Dann hat man Licht, Klimaanlage. Und dann kann man auch angenehm in südlicheren Ländern schlafen. Ich meine, wenn man nur an Nordkap möchte, braucht man nicht unbedingt eine Klimaanlage. Ja, heute ist ja angenehm kühl, muss man sagen. Gestern war es ja, ich bin mit dem VW-Bus da, der hat ja nur eine Fahrerklimaanlage. So, ja, komm, toller Grundriss. Haben eigentlich alles gezeigt. Das ist nochmal der Blick in den Raum rein. Und das Ganze initiiert von Polar. Polar ist ein ganz, ganz bekannter und alter Hersteller, muss man sagen. Also traditioneller Hersteller von Wohnwagen, also schon sehr, sehr bekannt. Genauso bekannt eigentlich wie Kabe in den nördlichen Ländern, in skandinavischen Ländern. Hier in Deutschland kommt man ja erst jetzt in den Genuss richtig. Polar wird richtig eingeführt mit richtig vielen Händlern. Vertriebsnetz, Teile, Aftersales, deutsche Leitung, also alles, was man braucht. Auch deutsche Prospekte wird es geben. Echt? Preislist, alles in Deutsch. Nichts norwegisch mehr. Nichts mehr norwegisch, finnisch oder englisch, sondern alles wird es in deutschen Prospekten niedergeschrieben sein. Das kriegen wir hin. Wir werden in Düsseldorf auf der Messe sein. Das ist Halle 7, soweit ich mich da erinnere. Was du jetzt schon alles weißt hier. Ja, ja. So, das heißt, schwarzes Fahrerhaus, das sieht schon mal schick aus. Ducato Maxi Chassis, wie er hier steht, 83.475. Du hast zu mir gesagt, wenn man all das, was hier drin ist, allein das ist die Aufpreisliste, die schon dabei ist, ja, wenn man das mal richtig rechnet, ja, kommst du auf einen ähnlichen Preis. Oder noch mehr. Da ist ja schon die Überführungskosten sind drin. Das ist also der Preis, der komplett hier so steht. Das Fahrzeug, also wie es halt schon geliefert worden ist. Oftmals kommen ja noch Kosten wie Überführung dabei. Dann sagt man sich, ja, der kostet nur 79,9. Dann sagt man, hallo, da brauchen wir noch einen Kfz-Brief. Da brauchen wir noch die Überführung. Da brauchen wir noch dies, jenes. Hier ist alles dabei. Also fahrfertig, betankt, einsteigen, losfahren. Man braucht wirklich nichts mehr bei dem Fahrzeug, weil man ja alles hat. Den da haben wir auch gezeigt, das ist Queensbed-Version. Ja, genau, das ist aber kein Edition-Modell. Hier hat man einiges nicht drin, wie zum Beispiel die Solarzelle hat man nicht drin. Also bei dem Edition bin ich überzeugt, dass für 95% alles drin ist. Und der kostet gerade mal 2.000 mehr, muss man sagen. Genau. Okay. Vielen Dank. Janosch, wo finde ich dich? Natürlich in Königswinter bei Bonn im Siebengebirge. Ich zeig mal gerade euer tolles Logo. Das ist noch nicht so alt, das Logo, oder? Oder schon älter? Das ist auch schon älter. Also wir sind hier schon seit 60 Jahren. Weil das sieht so unglaublich modern aus, das Logo. Das ist modern, das Müller Motors, das ist geschuldet. Irgendwann haben wir uns dann zu entschlossen, uns Müller Motors umzubenennen. Ja, aber ihr seid eigentlich Volvo-Händler, muss man sagen. Ja, ja. Und ja, heißt wahrscheinlich Volvo, Müller, oh, wir fahren mal zum Müller nach Königswinter. Ja, genau, das so war ist das. So und da ist das Siebengebirge. Und das dahin ist der Ölberg mit dem Sender. Ja, genau, das ist der höchste Berg vom Siebengebirge. Dahinter ist der Drachenfels, auch weltbekannt. Und natürlich der Petersberg. Da waren schon alle Staatsoberhäupter der Welt zu Besuch, auch sehr schön. Gott, wir haben einige Videos heute gemacht. Unter anderem haben wir gezeigt, natürlich Crawler habt ihr im Programm. Ihr habt im Programm, haben ein eigenes Video zugedreht, im Programm diesen Aufsetz-Camper, der da ist. Der kostet Gladiator heißt der. Da kostet übrigens das komplette Gespann mit dem Nivara, mit allem drum und dran, hast du jetzt eine Aktion, denn der ist gebraucht, kostet 29,999. Und ich habe zu dir gesagt, wir dürfen das Video gar nicht senden. Ich habe ihn trotzdem gedreht. Habe ich gesagt, sonst ist der weg. Da steht da 29,999. Sogar mit Mehrwertsteuer. Das heißt, alles komplett ausweisbar. Das heißt, beides dabei, die Aufsetzkabine und das Fahrzeug, geländegängig. Gibt es ein eigenes Video. Und jetzt machen wir mal eins, komm, wir gehen einmal kurz dahinter. Denn dahinter stehen nämlich die Polars. Du hast jetzt wie viele Momente? Ich habe jetzt nur noch zwei. Der dritte ist unterwegs und danach warte ich auf die 22er Modelle. Du könntest viel mehr verkaufen, gell? Wenn die Hersteller, im Moment ist ja ein bisschen Krise. Ja, das auch. Und Polar ist noch nicht so bekannt wie Kabe. Polar fängt jetzt richtig an durchzustarten in Deutschland. Und
ja. Und es gibt zu wenig Händler. Ich bin der einzigste Polarhändler in Deutschland. Und wenn ich der einzigste VW-Händler wäre, dann würde ich auch keinen einzigen VW verkaufen. So, da vorne steht noch was ganz Schönes. Noch ein Solifair. Das ist der kurze? Das ist der 690er. Der ist ohne Hubbetten. Da kommen wir auch noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Hier steht ein schöner Crawler-Aufbau hinten drauf. Ja, das ist unser Vorführmodell. Das werden wir jetzt auch verkaufen. Den Preis weiß ich noch nicht. Das ist... Der Pickup ist, das Besondere an dem Pickup ist einfach, dass es eine Wohnmobilzulassung ist, weil man hier nicht den Aufbau draufsetzt, sondern einen kompletten Pickup umbaut. Das ist ein Crawler-Aufbau, der hat ein Side-Out zum Schlafen, sehr minimalistisch, aber die Höhe ist genial. Man kommt da durch jeden Wald. Mhm. Preis ungefähr, wo wird der liegen? Also der Aufbau kostet 20.000 Euro plus Einbau und... Das je nachdem, für welchen Pickup man den bestellt, kann man dann den kompletten Umbau machen. So, der geht aber so komplett weg, wie er steht, oder? Der wird jetzt so komplett, das ist unser Vorführer Baujahr gewesen. Von dem? Der ist Baujahr, der müsste so 3-4 Jahre alt sein, müsste ich mal alles nachgucken. Ich glaube, der 4 Jahre alt ist der. Cool, sehr cool. So, und da stehen sie, die Polars. Was interessant ist bei denen, die sehen original aus, das wären sie aus den 90ern. Denn die haben so viel gar nicht dran geändert, weil man nicht viel ändern muss. Und wer sich aber auskennt, das ist ein absoluter Hammer, werden wir auch gleich mal zeigen. Polar hat es wirklich geschafft, absolut winterfeste Fahrzeuge zu bauen. Die werden in Norwegen gebaut, oder? Nein, in Schweden. In Schweden. Ich nehme alles zurück. Es ist wie Kabe auch. Die einzigsten, die eigentlich serienmäßig von Anfang an die Fußbodenheizung einbauen, absolut winterfeste Wohnwagen bauen. Also für zum Skifahren gibt es eigentlich nichts Besseres. Man kann auch hier... Carbon und Polar, so kann man sagen. Ja, die beiden sind dort marktführend. Also das ist ähnlich, wenn man jetzt ein Audi, BMW, VW mit Sportpaket, Sportfelgen, Sportpaket, man kauft sich lieber einen Sportwagen. Also wenn ich einen Winterwohnwagen kaufe, kann ich vielleicht den einen oder anderen noch aufrüsten, als wintertauglich machen. Aber wenn ich einen brauche, kaufe ich mir doch direkt einen Winterwohnwagen. Da ist was dran. Da sind ja nur die beiden, die eigentlich da marktführend sind. Polar ist die beliebteste Marke in Schweden. Kabe die meistverkaufteste. Okay, das, so habe ich das gehört. Ich lasse das mal so stehen, ja. Weil da ist irgendwo die Logik, die ich dann immer suche, beliebteste und meistverkaufteste. Hast du schön gesagt. Wir lassen das mal so stehen. Wir sind bei Müller Motors. Nee. Müller Motors, Müller Motors, Müller. Automobile Müller in Königswinter. Ja. Müller. Heute am längsten Tag des Jahres, 21. Juni 2021. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank dir. Ja, danke schön, Sven.